spielen, Spaß haben, auch im Krieg. Walid ist der Sohn von Rami Abu Jamous, einem Journalisten im Gazastreifen. Manchmal fliegt Walids Papierdrache neben israelischen Drohnen am Himmel von Deir al-Balah. Der Krieg ist kein Spiel. Tir, 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 nos cerfs-volants, tir, tir. Encore. Rami erfindet für seinen Sohn eine Welt abseits vom Krieg, eine Welt für Kinder. Am 7. Oktober 2023 um 8.02 Uhr postete Rami dieses Foto und schrieb: Ich habe meine Sachen gepackt. Der Beginn vom Krieg Israels gegen die Hamas. Diese Nachricht schickte er in die WhatsApp-Gruppe Gaza Vie, auf Deutsch Gaza Leben. Vor dem 7. Oktober war es eine Gruppe für französischsprachige Journalisten. Gaza Vie wurde zu Ramis digitalem Kriegstagebuch für seine Freunde. Salut les amis, toujours vivant. Diese Nachricht Ramis erhalte ich fast jeden Morgen. Eine Erleichterung, eine Art Lebensbeweis. Getroffen habe ich Rami 2022. Bei unserem letzten gemeinsamen Essen in einem bekannten Fischrestaurant in Gazastadt sagten wir, bis bald, hier oder in Frankreich. Seither haben wir uns nicht mehr gesehen. Ich hoffe, das hört bald auf und du kommst. Dann wirst du Gaza nicht wiedererkennen. Es ist wirklich, als sei ein Erdbeben durch Gaza gezogen. Du wirst sagen, hier war das, da das, aber... Seit dem Foto von seiner Reisetasche postet Rami jeden Tag, soweit möglich, und berichtet vom Alltag seiner Familie. Er erzählt, filmt und fotografiert Gaza-Stadt, schickt uns Nachrichten aus den Krankenhäusern, seine Aufnahmen von überall aus dem Gazastreifen, auch die anderer Journalisten. Und die Geräusche des Krieges, damit wir die Lage dort besser verstehen. Und er spricht ganz offen. Das Problem, Freunde, ist, man kann nirgendwo hin fliehen. Ich verstecke mich mit meiner Frau und meinem Kind in keiner Schule oder im Schifa-Krankenhaus. Diese Gruppe ist auch für mich wie ein kleines Fenster nach draußen. Es ist, als spräche ich mit einem, ich will nicht sagen Psychiater oder sowas, aber wenn ich mit jemandem von außerhalb dieser Box hier spreche, die wie abgeschlossen ist und dunkel, und manchmal fällt mir auf, ich rede Blödsinn. Manchmal fällt mir auf, ich übertreibe, weil ich genau weiß, ich bin psychologisch tief getroffen. Bravo. Inmitten dieses Chaos ist Walid bei Kriegsbeginn 2,5 Jahre alt. Rami will sein Kind unbedingt schützen. Walid, dis bonjour à mes amis. Fais un bisou à mes amis. Fais un bisou à mes amis. Habibi. Bravo Walid. Applaudis. Applaus bei jeder Bombe. Wow, c'est l'anniversaire de Dido. Der Krieg wird für Walid wie ein Spiel. Rami sorgt dafür, dass sein Sohn in seiner Welt bleibt. Applaudis, Papa, applaudis. Bravo, Dido! Und in dieser Welt abseits vom Krieg werden die Explosionen ein Feuerwerk zum Geburtstag. Ich versuche, ihn seelisch zu schützen. Das ist für mich das Wichtigste. Ich will, dass er aufwächst und mir glaubt, vom ersten Tag an, dass alles um ihn herum nur eine Art Kino ist, Zirkus. Anfang November. Die Bomben fallen immer näher. Rami filmt das Hochhaus direkt nebenan. All seine Freunde aus der WhatsApp-Gruppe machen sich Sorgen. Rami sagt, er wolle in Gazastadt bleiben, Zerbach, seiner Frau. Auch sie spielt normales Leben, um das Unerträgliche erträglich zu machen. Die Familie lebt weiter trotz des Krieges und stets mit Humor und Ramis französischsprachiger Kultur. Comme ils disent les Bretons, la première crêpe est toujours ratée. Bon, la première un peu ratée, mais ça va. Walid! Minhana, Minhana! Tatala, tocca à Allah. La bétonnière de Walid. Baba, Habib, je suis là, Baba. Trafiche, Baba, je suis là.
Normalerweise rede ich eher wenig. Ich behalte alle meine Gefühle für mich. Ich habe immer über Kriege berichtet, Nachrichten gebracht. Aber dieses Mal ist mir klar, die Nachrichten, das bin ich selbst. Also nehme ich ein paar Audios auf und poste euch Videos über Walid, damit ihr ein paar Aufnahmen habt für den Fall der Fälle. Schaut mal, was passiert ist. Hier hat Walid geschlafen. Sabah war gleich da. Das ist ein Wunder. Ein Wunder. Wo hast du dir wehgetan, Schatz? Am Kopf? Zeig mal her. Wo ist das Baby? Mein Liebling, gib mir ein Küsschen. Nach diesem Post blieb die WhatsApp-Gruppe Gazavi 2 Tage lang stumm. Rami antwortete nicht mehr. Am 11. November, Neuigkeiten. Rami hat eine Internetverbindung gefunden und schickt uns Bilder von seiner Flucht aus Gaza-Stadt. Nachträglich erleben wir am Bildschirm die Flucht Ramis und seiner Familie mit. Wir sind da. Das ist das Krankenhaus. Das Krankenhaus. Schaut mal, die Toten. Noch nicht mal eine Leichenhalle. Schaut. Das ganze Schifa-Krankenhaus wird gerade evakuiert. Alle wollen weg. Ich habe euch gesagt, die Demütigung beginnt. Leider herrschen noch immer Angst und Schrecken. Und wir versuchen jedes Mal, unter den Überlebenden dieses Genozids zu sein. Sie haben ganz Gaza durchquert. Auf einem Karren, im Auto, zu Fuß. Und suchten Schutz in Rafah. Am ersten Morgen in Rafah. Wir haben schon lange kein Gemüse mehr gesehen. Walid sieht das Gemüse an wie den Weihnachtsmann. Walid, wo ist der Esel? Rami hatte Glück und fand eine kleine Wohnung für seine und eine andere Familie. Eine kurze Rast. Und wieder soll das Leben ganz normal wirken. Walid lebt sein Kinderleben, entwurzelt, doch bei seiner Familie. Im Viertel kennen ihn alle. Sie nennen ihn der Franzose, weil sein Vater mit ihm nur Französisch spricht. Comment il fait l'âne, Baba? Bonjour les amis, toujours vivant. Heute Morgen Flugblätter über dem Westen von Rafah. Da steht, wenn Sie Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie wollen und eine bessere Zukunft, zögern Sie nicht, uns Informationen über die Geiseln oder die Kidnapper zu liefern. Das war ein ziemlich harter Tag heute. Walid hat heute viel applaudiert, sehr viel. Er hat sehr laut applaudiert. Die Bombardierung war sehr stark. Wir haben Angst. Die bombardieren Schulen, die bombardieren Krankenhäuser, die bombardieren alles. Und die Israelis wissen genau, sie haben Hightech. Sie können einzelne Personen unter 36.000 Menschen ins Visier nehmen. Das haben sie schon getan. Aber da, nein, da wollen sie wehtun. Es ist 3:30 morgens, eine fürchterliche Nacht. Wir haben Angst. Wir sind wach. Wir haben gepackt. Auch Walid ist wach. Wir wissen nicht, ob wir wohlbehalten hier wieder rauskommen. Er filmte den Abschied von seinen Freunden und Nachbarn in Rafah. 6 Monate nach der Flucht aus Gaza-Stadt
fliehen Rami und seine Familie erneut. Diesmal findet er für seine Familie keine Wohnung mehr. Hunderttausende Bewohner des Gazastreifens müssen Zuflucht in Zelten suchen. Hallo Freunde, wir sind noch am Leben. Viel Arbeit. Walid geht es gut. Er spielt mit Sand, mischt Zement. Und ich mache Tee und gebe Anweisungen. Das ist das Ergebnis, unsere Villa. Immer sein Humor, typisch Rami. Schlafzimmer? Um klarzukommen und besonders, damit der kleine Walid sich sicher fühlt. Klimaanlage? Spielt er mit ihm ein ganz normales Abenteuer. Le Salon. Wohnzimmer? Le Badezimmer? La Douche? Dusche. Und hier unser kleiner Garten. Er ist noch nicht fertig. Ihr seid jederzeit willkommen. So sieht es aus, Freunde. Eine Villa, ein Garten, Feuerwerk. Rami erzählt seinem Sohn weiter seine Geschichte mitten im Krieg. Er arbeitet weiter als Journalist, verkauft seine Berichte ab und zu an französische Medien. Je vous aime. Fais un bisou. Merci. Mein Sohn wird groß. Für ihn ist nun das Zelt unser Haus. An unser altes Haus erinnert er sich nicht. Ich zeige ihm die Videos von unserem Zuhause. Schau mal, dein Zimmer, deine Spielsachen, wie wir gelebt haben. Der Krieg geht weiter und er rückt näher. Die israelische Armee ordnet weiter Evakuierungen an. Viertel um Viertel müssen die Bewohner räumen. Heute habe ich gute Nachrichten für euch. Sabah ist schwanger. Nach dem Genozid, den Massakern, geht das Leben weiter. Da es viele Blumen gibt, also Kinder, gibt es auch viele, die sind verwelkt. Die ruhen jetzt in Frieden und andere wachsen nach. Das ist unsere Art des Widerstands. Wenn es ein Junge ist, nennen wir ihn Ramzi. Wenn es ein Mädchen ist, nennen wir sie Leila. Auf die gute Nachricht folgt eine schlechte. Ohne Warnung. Die Tage ziehen dahin für Rami und seine Familie. Die Wochen, die Monate, ein Jahr. Wir alle warten am anderen Ende der Leitung morgen für morgen ungeduldig auf das nun traditionelle Lebenszeichen. Hallo Freunde, sind noch am Leben. Thank you.